Jo, da sind wir wieder. Jetzt sind wir beim Deckbau. Wir haben so erstmal die Spreads sortiert. Alternativen, Windborne Charge passt nicht ins Deck rein, weil wir halt eher kontrollig sind und eh schon Flieger haben. Das sind, ja, Core Outfitter. Wir haben genügend billige Sachen. Bull Defense ist auch nicht so schön. Die einzige Frage, die ich mir so gestellt habe, ist dann so mit dem Fetchland, was machen wir damit? Wir haben halt keine einzige Landfall Ja, dann Ability. zocken wir es auf keinen Fall, würde ich sagen. Der Austin-Effekt ist kleiner als der minus 1 Life-Effekt. Ja. Und Halima Depths und Plains Ach darf man. so, nee, warte, wir haben noch Halima Depths. Das ist auch gut mit Fetchland. Ach so, ja, stimmt, ja. Dann werden wir es so machen, dass wir die guten Karten nach oben packen, ziehen und die schlechten wegschaffen. Ja, das ist natürlich geil gezockt dann. Ja. Okay, also das ist einfach eine Plains sozusagen für den Deckbau. Ja, dann können wir jetzt nach Color sortieren. Das ist Dann machen genau wir halb halb. 9-9 halt. Machen wir 9-9, ja. Also noch 7 Plains und 8 Inseln. Ja, mal gucken, was Magic Online uns so vorschlägt. Ja, falsch rum. Ja, die wissen nicht, welche Farben die Länder haben, die wir schon drin haben. Ja. Okay, also. Ja, also vielleicht noch zum Sideboard. Enklave Elite werden wir immer reinboarden gegen Blau. Core Outfitter Diese Karte gegen hier. schnelle Decks, die uns überrennen wollen. Die Und Reflexe zockt man einfach nie, oder? nee, die sind meiner Meinung nach eine Katastrophenkarte. Jo. Okay, alles klar, dann hauen wir jetzt rein. Und submitten. Wir sind bestimmt auch die Letzten. Wir haben ein bisschen gestalled. Jetzt los jetzt. Jetzt vielleicht noch Marken, wie würdest du das Deck einschätzen? Gut, sehr gut oder Mittel? 7,5er von 1 bis 10. So niedrig. Ich hätte sogar noch ein bisschen besser eingeschätzt, eher so 8,5. Nee, Weil die also. Quality ist schon sehr hoch und Synergie ist auch vorhanden. Und wir haben Echt? Kator, Stall, Flieger, also alles, was man braucht eigentlich, um Okay. Removal. Ja, nee. Wenn wir überrannt werden, können wir es überbrassen. Ja, stimmt. Das sind alles gute Muss man aber Punkte. auch erstmal ziehen. Ja, Ja, okay, stimmt. Mana-Basis ist nicht perfekt, aber die Ja. ist auch solid eigentlich. Das stimmt. Mit 18 Ländern hat man ja eh nicht so viele Probleme. Aber die Core Firewalker, Horizon Drake Combo, die sollten wir besser nicht so auszocken. Ja, hätten wir halt auch den anderen nehmen können. Ja, Aber aber Core Firewalker ist auch direkt Game gegen Rot halt. genau, der schmeckt dann. Ja, Würfelwurf haben wir verloren. Wir ran heute wieder Terribad und wenn ich die Hand betrachte, dann eh. Wir haben in Deutschland hauptsächlich Pech. Ist ein klarer Mulligan. Ja, die zweite Hand ist auch nicht viel besser. Allerdings können wir mit Pitfall Trap stallen und wenn er dann viel auszockt und wir Länder ziehen, vielleicht nur mit Clifford da ein bisschen stallen und den Day of Judgment machen. Und mit 5 Karten verliert man hier eh oft. Ist aber trotzdem sehr knapp. Was würdest du dazu sagen, Martin? Ja, ich musste kurz die Katze wegbringen, von daher sehe ich die Hand jetzt gerade zum ersten Mal. Und das würde ich eigentlich keepen. Hätte ich auch gekeept, ist natürlich auf Risiko, aber wenn wir verlieren, können wir immer noch die anderen beiden Games gewinnen. Oh. Hä? No. Ja, überdruck mich doch gerade. Okay. So, mal gucken, was der Gegner spielt. Wäre jetzt natürlich schön, wenn erstmal eine Insel kommt. Krake. Er dürfte Turn 1 Krake auszocken, das würde ich ihm erlauben. Würdest du es gelten lassen? Ja. Okay. Ja, das ist so ein bisschen das Problem bei Magic Online, die Leute stallen einfach unendlich. Ja, Keiner aber. kennt die F6-Taste, die allerbeste. Okay, er zockt schon mal rot. Ja, ich merke gerade, wir haben noch Sounds an. Schade. Mach mal bitte ganz schnell den Magic Online Sound aus. Wie geht denn der? Gameplay Settings oder Gameplay was? Settings bestimmt. Display und Sounds. Ja, genau. Und einfach alles auf Null. Ja, also der würde einen hart tilten, wenn man nicht weiß, wie man ihn wegmacht. Insofern. Super nervig. Finde ich auch dumm, dass sie so einen schlechten Sounds da eingearbeitet hatten. Ja, erinnert mich so ein bisschen an dieses ganz, ganz alte Magic-Spiel. Wo es halt so Alpha- und Beta-Karten irgendwie gab. So, jetzt finde ich, legt man auf jeden Fall erstmal einen Cliff weiter. Ja. Wenn wir keinen Landdrop haben, können wir es mit dem Core Genau. Skyfisher ausgleichen. Das ist auf jeden Fall Okay. ganz gut. Ja. Bisher haben wir auf jeden Fall fair nachgezogen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Die Zekta-Schrein ist natürlich Ich mag die Karte alleine nicht so voll. gut, aber ist,
Also für uns wäre besser gewesen, hätte er Kreatur gemacht wegen Day of Judgment. Ja. Okay, Torch macht erstmal gar nichts. Ja, oh, wir haben lecker nachgezogen, muss man sagen. Ja. Ja, das ist eigentlich jetzt auch obvious. Man schrubbt halt für zwei rüber und dann legt man den Flieger nach halt und dann hat man halt auch direkt die dicke Glocke am Start. Ja. Und sind wir sehr aggressiv unterwegs und gegen unsere Ausrichtung. Ja, stimmt. Wenn er jetzt nicht viel macht, können wir auch mit Kenze noch unser Board protecten quasi. Genau. Und Sektor Schrein haben wir auch schon irgendwie so eine kleine Solution halt mit der Trap. Ja, aber wir können eh auch einfach 7 nehmen. Ja, also genau. Sektor Schrein ist ja nicht gut, wenn er Gegner. Wenn er jetzt eh keine Kreatur legt, dann ist er super kaputt halt. Er muss jetzt irgendwie nicht. Also er hätte was für 3 Mann nachziehen müssen, weil offensichtlich hätte er eben was für 3 gespielt, anstatt den Blazing Torch. Also gehe ich nicht davon aus, dass er irgendwas macht. Ja, jetzt zockt er gerade was für 2 halt. Das ist schon fies, dann kann er halt direkt noch equippen. Ja, okay, das muss er nachgezogen haben, aber das zerstört uns jetzt auch nicht. Oh, das ist fies. Ja. Jetzt haben wir die Option zu traden oder zu schlucken. Da wir ihn mit den Core Skyfisher eh abstellen können, würde ich sagen, schlucken wir. Ja. Andererseits, wenn wir traden, hat er nichts für Blessing Torch, aber eigentlich sind wir die Aggressor. Ja, genau. Andererseits sollte man nicht so viel schlucken gegen Zekter Schrein und Mono Rot hat ja auch oft Spire Beverages, aber schlucken wir trotzdem. Ja, schlucken wir. Da ist eigentlich nichts los. Ja, jetzt eigentlich obvious für 5 angegriffen, Skyfisher und Plains untapped halt. Ja. Dann haben wir auch noch die Pitfall Trap offen, falls irgendwas passieren sollte. Ja gut, die können wir halt. Er wird wohl eher mit mehreren Kreaturen angreifen. Aber kann man End of Combat zocken. Ja, ich weiß. Falls man dann schon irgendwelche weggetradet hat. Gegner stallt wie immer, wirklich das allerletzte. Wir haben am Anfang aber auch ein bisschen gestallt, als wir alles besprochen haben und so. Vor allen Dingen beim Blackbow. Ja, stimmt voll. Kostet direkt nur ein Mana, das Skyfisher, ziemlich geile Kreatur. I like. Ein Mana, 2-3 Fliegen. Sollte eigentlich gebannt werden. Ja, jetzt ist Sektor Schrein aktiv. Ist natürlich nicht so cool für uns. Ja, ängstigt mich aber noch nicht. Ja, ich meine, dadurch, dass er Smoldering Spires hat, ist es halt auch etwas unwahrscheinlicher so, dass er Spire-Bellisches zockt. Muss man auch mal sagen. Ja, er ist ja auch selber schon bald tot. Ja, stimmt. Sieht ja jetzt auch so aus, als würde er halt rumschießen. Ja, genau. Der Flieger wird abgeschossen und jetzt kommt Sektor Schrein. Rübergeschrubbt wahrscheinlich. Würden wir die dann kaputt machen? Ich würde fast sagen, nein. Aber ich würde sagen, wir schlucken 7 Schaden. Ja. Ja, ist ja nichts los, weißt du. Ja. Jumpen ist ja obviously die schlechteste Option. Jumpen wird heavy bad. Ja, wenn er jetzt eine Kreatur auszockt, ist die Zekter Schrein Expedition im nächsten Zug natürlich direkt viel schlechter, aber für die Kreatur lohnt es sich sogar 3 Mana auszugeben, finde ich. Ja. Ja, jetzt sind wir halt auf 11. Oh, fiesen Map hat er danach gelegt. So, ich würde fast sagen, lassen wir den Kurskreifer hinten zum Blocken. Ja. Gegen Rot muss man halt immer aufpassen, dass man nicht zu low geht. Jetzt haben wir Cancel und Pitfall Trap offen, das schmeckt natürlich auch. Weil wir halt nur eins von beiden machen können. Schade, Niklas hat gerade seinen 8-4-Draft verkackt in der zweiten Runde. Das ist ein bisschen traurig jetzt. Ja, aber so ist das Leben. Ja, Variance is a bitch. So, jetzt spielt der Precom etwas. Dadurch, dass können wir entscheiden, ob wir canceln wollen. Oh. Anscheinend doch nicht. Ja, jetzt kommt die Boa rüber, wir machen Trap. Ja, Riesenwuchs macht er eh nie, ne? Ja, okay. Kann man auch die Clear-Attackers. Ja, es gibt plus. Achso, ja. Ja, normale Clear-Blockers, aber whatever. Machen wir halt die Clear-Attackers mal. Jetzt zockt er halt noch irgendwas aus. Minotaur, den können wir gelten lassen. Ja, müssen wir gelten lassen. Journey schmeckt natürlich auch, aber so ein richtig leckeres Target ist noch nicht da. Cliffthreader greift an, dann machen wir Hawk ohne Kicker oder wie? So ein bisschen auf Defense.